Hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Ich bin Mr. Kada 4, Let's Play, das Kaninchen mit dabei ist Flummi. Hallo! Und ihr seht es oben, prangert die große 21. Yeah! Also relativ kleine 21, aber das macht's nicht besser. Die 21. Nacht steht an. Yeah! Die letzte ging ja noch, die letzte... Das war okay. Bin mal gespannt, wie die jetzt wird. So. Wie sieht's aus? Was ist der Plan für jetzt, für heute? Wir müssen ja noch ganz viel schaffen. Ich wollte noch den Balkon auf die andere Seite auch bauen. Ja. Ich überlege, ob ich den aber dann weiter zur Tür hin mache. Mhm. Und ich muss eben kurz Kartoffeln einpflanzen. Mach das. Ich guck mal gerade, wie viel Metall wir noch haben. Wir haben noch 2000. Ich hab haben auch. Wir noch. Ich habe über 1000 auch in der Tasche gerade von Minen. Okay, weil dann würde ich mal aus dem Ofen mir welche rausnehmen. Ja. Welches Iron? Denn ich würde nämlich gerne das Haus weiter rings die Spikes unten. Ja, ist eine gute Idee. Das ist. Guck mal, hier ist der Balkon ja quasi fertig. Ja. Und hier kannst du auch, wenn du hier stehst, auf die Tür schießen. Aber ich glaube, ein Stück weiter nach links wäre besser gewesen. Ja, ist ja nicht schlimm. Blueberries. Und ansonsten, wie sie was ist noch so zu machen? Eigentlich können wir ja nicht viel machen. Sonst, weil Papier haben wir jetzt, glaube ich, keins mehr. Ja. Und da wächst gerade der Baum groß. Andere Munition gibt es noch nicht. Nee, leider noch nicht. Aber ich meine, die Shotgun ist eigentlich so für Nahkampf schon ziemlich gut. Ja. Magnum fände ich jetzt geiler. Das ist eigentlich meine Lieblingswaffe. Ich werde mit dem Hunting Rifle auch arbeiten. Ja, die ist mir zu langsam. So, ich habe jetzt einmal ringsherum, ist jetzt auf Eisen 2. Mhm. Also das ist ja die Stufe, die... also eine Stufe Eisen geht noch. Und ja. Dann kommt Stahl, Beton? Beton, ja. Hat die aus Beton gemacht, dann danach? Nach der zweiten Eisenstufe kommt Beton, und dann kommt Stahl. Okay. Gravel. Wo ist denn... Hä? Ach, das ist ja nicht Zement. Wie heißt das denn? Das ist, wie heißt das? Ah! Was meinst du denn? Was aus Stein? Concrete. Concrete, danke. Ah. Meine Güte. Ach, brauche ich Zement und Zement? Doch, brauche ich Zement, hä? Ach, Zement mache ich am Ofen? Ach, ich mache Zement am Ofen. Ich bin schon extrem nervös, muss ich sagen, gerade. Ich will mir gleich noch ein bisschen Holz. Ich nicht. Nicht? Nö. Was? Warum? Es kommt noch. Okay.
glaube, es liegt daran, dass ich bei 7 und 14 nervös war und eigentlich das gar nicht hätte sein müssen. Ja. Und jetzt? Jetzt sind die anderen Bäume auch gewachsen. Kannst du gerade zugucken, wie sie wachsen? Da komme ich mit hin. Jetzt ist gleich vorbei. Nee, ich meine, abholzen meine ich. Ja. Holla, die Waldfee. Was ein Wald. Boah, das glüht ja wirklich voll hier, der Cottonseed. Ist ja schlimm. Okay, dann. Dann könnte man da auch noch ein paar Spikes machen. Ja. Die wir drumherum legen. Also die kleinen, weißt du? Mhm. Kannst wahrscheinlich auch große bauen. Ich mache jetzt erstmal die kleinen. Das Ring dann. Ja, ist gut. Wir hatten das ja beim anderen Haus. Das hat ja eigentlich ganz gut funktioniert. Mhm, stimmt. Wir locken hier gerade wieder die Screamerin an. Tun wir? Warum? Glaube ich, weil wir hier so viel kochen. Also ist sie schon da oder was? Nee. Ich sage gerade die Zukunft voraus. Ah. Oh, Cassandra. Ich nenne dich ja Cassandra. Wenn jetzt wirklich eine Screamerin kommt, heißt du ab jetzt Cassandra. Dann hoffe ich, dass keiner kommt. Magst du den Namen nicht? Nee. Ich finde Cassandra ist ein schöner Name. Okay. Flink jetzt hier mit dem Holz. Also so dicht wie der Wald hier steht. Man muss nur aufpassen, dass man nicht von irgendwas erschlagen wird. Dann pflanze ich ja gleich wieder an. Da braucht man ja ein Ei für. Das ist scheiße. Für die Kuchen. Da müsste man noch irgendwie eine eigene Produktion aufbauen können, ne? Ja, das fände ich cool. Bienenzucht, dann hast du gleich Federn und. Mit Strom sogar. Du müsstest diesen Inkubator nutzen. Ja. Wo du die Hühnereier dann selber quasi ausbrüten lässt in so einem Gerät. Ja. Dann könnte man das gleich mit der Notwendigkeit des Stroms verbinden. Kannst du den ja mal sagen? Habe ich schon. Ah, klar. Und ja, wirklich klar, man, die kennen dich schon langsam, die Macher. Die nee. Wissen schon, ach, guck mal, Flumi, die hat doch mal hier, die hat doch gleich. Nee, ich glaube, das meiste, was man da schreibt, wird tatsächlich eher ignoriert. Schade eigentlich. Nur als ich damals über die ganzen Bücher gemosert habe, habe ich Ärger gekriegt. Naja, da müssen sie mitleben, ich meine, so ein Unsinn. Haben sie ja auch geändert, also. Ja. So, das kocht und brutzelt hier. Wollen wir das mal ausmachen? Ja, cool, dann habe ich jetzt immer einen Blueberry Pie bei mir. Der nicht stinkt. Für Notfälle. Sehr cool. Ich soll gleich mal gucken, wie es bei mir mit Hunger aussieht. Momentan bin ich einfach ein bisschen überhitzt. Okay, what frames? Immer mehr. Und ich brauche 6 Eisengitter. So, Level up. Jetzt kann ich endlich, was ich nämlich schon wollte, Treasure oder fast. Nee, warte mal, was war? Quality Joe. Was ist Scavenger? Noch lernen. Mache ich Treasure Hunter? Ich mache Treasure Hunter. Ja, aber ich glaube, wir kriegen so viele Erfahrungspunkte. Ich glaube, das schadet dann nicht, oder? Nö, mach ruhig. Treasure Radius 9. Wow. Okay.
Das klingt ganz gut. Wie ist denn der bei mir? Warte mal. Dreher, suche. Wo bist du? Oh, ich höre Schritte. Meine? Was bist du? Gott, Hilfe. Treasure Hunter. Das habe ich ja auch. Schade. Jetzt könnte man jetzt mal gucken, wie der Radius ist, wenn man es nicht hat. Ja, zu spät. Ja, weiß ich nicht, ob es dann da überhaupt steht. Das könnte natürlich auch sein, dass es gar nicht da steht, das stimmt. Okay, so, also. Du machst mich nervös. Wieso? Weil du da rumläufst. Ich schritte höher. Ja, eigentlich ein. Oder ich weiß nicht, wie die klingt, aber. Irgendwie eher schrei ich. Achso, die Pillars müssen wir noch ausbauen. Hab ich schon. Hast du schon noch gut? Dann. Also die vorne bei dem. Bei der. Ja. Voll paranoid. Das Spiel macht er noch paranoid. Das kann das gut. So. Wir haben jetzt. Okay. Irgendwie. Naja. Was denn? Ich brauche hier nur drei, scheinbar. Aber irgendwie schweben die auch halt. Ich bin ganz schlüssig. Also, reinlaufen ist jetzt ein bisschen gefährlich, weil wir jetzt drei breit hier den Spike Wall haben. Beim Eingang. Ja. Aber kurz mal drüber laufen ist ja auch nicht so schlimm. Ich meine, kriegt man ein bisschen Schaden, aber. Muss halt nur aufpassen, dass man nicht blutet. Blutet man nicht nur bei den kleinen Spikes? Bei den kleinen? Okay, ja, weiß ich nicht. So. Kann gut sein, ja. Ist noch nicht getestet, aber. Das kann gut sein. Ich habe von den großen bisher noch nicht geblutet. Ich auch nicht. Ich habe aber von den kleinen sofort geblutet. Ja. Also, ich meine, wenn die Zombies auch bluten und dann verbluten, dann fände ich das geil. Das ist, ja, deswegen, ich mache jetzt hier mal den Ring. Okay. Dass das hier so ein bisschen Schutz ist. Oh, der Ofen ist aus. So. Ist ein bisschen nervig. Ja. Das ist in Minecraft einfacher. Spawn ist in Minecraft allgemein einfacher, weil du da ja auch keine Statik hast. Ja, stimmt. Außer sie haben es geändert. Nee. Und eine eingebaut. Ich wüsste. Würde auch echt ein bisschen was kaputt machen im Spiel, weil das ist ja das, was Minecraft eigentlich auch ausmacht. Ja, weil du sehr fantasievoll bauen kannst. Ja. Und bei Minecraft ist das mit diesem Blocksystem, dass du halt. Also ich meine, hier sind es ja auch Blöcke.
Aber die sind ein bisschen... Das sind Diamanten. Echt? Mhm. Diamanten. Du kannst die sogar, wenn du es kannst, umändern in Blöcke. Also okay. Die Welt ist diamantenförmig. Das, was wir bauen, ist ja auch ein Block. Ja. Und trotzdem ist ja, also abseits dessen, ist die Platzierung einfach ein bisschen genauer bei Minecraft, weil es halt alles in diesem Blocksystem auch funktioniert und nicht, hier ist es ja alles viel flexibler und auch wenn der Boden hier zum Beispiel eigentlich ja auch im Blockabstand ist, aber hast du nicht wie Minecraft dann einfach wirklich so eine harte Kante, sondern immer fließende Übergänge dazwischen und das macht das natürlich alles auch schwierig zu kontrollieren als Spieler. Aber die Welt hier war mal eher wie Minecraft. In Alpha 7 oder so. Ich weiß gar nicht, wann sie es geändert haben. Das ist auch alles so mit... Es war tatsächlich, wenn du so einen Hügel hattest, dann musstest du da hochhüpfen, diese Blöcke. Ja. Wie in Minecraft. Ja, hatte... Das macht ja keinen Sinn. Hatte beides was, ne? Ja. Ich finde für dieses Spiel das realistischer, aber passender. Ja. Das stimmt. Das müssen wir passen, weil das stimmt. So. Da kommt einer, aber das ist nur ein normaler. Wo ist denn da? Ja, Richtung Nordosten. Die wandert gerade zu unserem Garten hin, aber ich sehe. Sieht uns nicht mal. Ich würde mal den Scheinwerfer. Wollen wir den mal, wo wollen wir den hinstellen? Vielleicht oben auf den Balkon, dass der rausscheint, oder? So, denn so ein bisschen... Steht dann bestimmt garantiert auf dem falschen Balkon. Wollen wir wetten? Ja. Wir könnten noch einen zweiten bauen. Können wir das denn? Haben wir denn genügend Material dafür? Weiß ich gar nicht. Also wir hatten, glaube ich, noch einen Scheinwerfer und eine Batterie. Ich weiß noch nicht, wo der ganze Kram jetzt ist. Ja, im anderen Haus. Ach nee, ernsthaft? Haben wir das mal rausgelassen? Nee, ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir da, glaube ich, den Motor gelassen hatten. Nein. Es ist doof, dass man da an den Ecken nichts bauen kann. Muss man das so schräg machen? Ach, aufs Dach kommt man jetzt auch nicht mehr. Das wollte ich wollte das da nicht hinsetzen. Also fällt man wenigstens nicht so ganz leicht runter. Du kommst aufs Dach von innen. Nee. Hast du das zugemacht? Ja. Oh, ja, weil du gesagt hast, da kommen, brauchen wir gar nicht. Du hörst auf mich? Manchmal. Aber nur manchmal. Was baue ich denn da gerade für einen Unsinn? Ich finde es auch irgendwie unlogisch, dass ich hier die mit dem Pfeil und Bogen erschieße und die Tante, die auf der anderen Seite der Straße ist, kriegt es mit. Natürlich. Ich meine, das ist Pfeil und Bogen, das ist doch leise. Kann ich da drauf? Ist ja jetzt kein... Ach, guck mal, das ist ja eine Shotgun. Sind die jetzt tot? Ja, gut. Hier noch runterspringen, ja. So. Medizin nehme ich. Das brauche ich eigentlich nicht mehr. 9 mm nehme ich auch. 9 mm? Hast du Pistole eingesteckt, ne? Wie viel 9 mm Munition hast du? Ich habe gar keine. Ich habe gar keine Pistole. Ach so. Die hat welche gehabt. Ach so. Wir müssten. Ja, ich kann mir gleich noch eine holen. Wir müssten die Repair Kits auch einstecken. Ich packe mir mal die Hälfte, also zwei ein. Oh Gott, haben wir viel davon. Was braucht man denn dafür? Repair Kits. Forged Iron Oil, Duct Tape, Cloth Fragment. Und für Duct Tape braucht man Cloth und Glue. Und
Ich habe Baumwolle mal angepflanzt. Ja, sehr gut. Weil da draußen ist ja ganz viel. Wie viel Holz hast du jetzt noch? Ich habe jetzt noch 2000. Okay. Und du? Ich habe jetzt noch 187. Dann nimm dir die 1000, die da drinnen liegen. Cool, da ist ja noch mehr drin. Lege ich mal dahin. Ich nehme ja mal ein bisschen Concrete Mix, weil der Boden ist ja auch schon teilweise ja, aus Concrete. Nimm, ach stimmt, da hatte ich ja gerade gebaut. Du kannst ja alles nehmen, nimm dir alles. Und, achso, das was in der Truhe ist? Mhm. Hast du denn was? Ich baue mir gerade. Achso, okay. Also ich habe 19 Forged Iron. Ich habe 15. Für die Tür. Dann mach dir vielleicht noch ein bisschen. Und ich habe Holz und ich habe Iron. Mach ich mir nochmal 5, wa? Ja. Holz habe ich. Scrap Iron? Ah, Scrap Iron, stimmt. Scrap Iron muss ich mir noch wieder machen. Ich hab das ja, hier ist aber ganz viel in der Truhe noch. Ja? Ja. Ah ja. Okay, dann nehme ich mir noch die 9mm, die hier drin ist. Ja, ich habe dir die Hälfte der Munition noch hingepackt. Ja. Okay. Und wir können ja auch die 10mm aufteilen und eine SMG einstecken. Ja, stimmt eigentlich. Können wir auch dann nehme ich mir die Hälfte der 10mm. Nimm dir, ja, okay. Ja, ja, ja. So, ich würde mir noch die... Hier ist noch eine Treasure Map. Oder? Ja, ich habe noch eine offen. Soll ich die mal lesen? Hab ich eine offen? Ja. So, hier sind noch 53 Shotgun Shells. Wie viel hast du? Ich habe 243. Okay, dann nehme ich davon die Hälfte und dann kannst du die andere Hälfte auch noch nehmen. Okay. Nimmst du dir die 762 für deine Shotgun? Was? Nee, ich finde nicht deine Shotgun, für deine Hunting Rifle. Ja, würde ich nehmen. Nimmst du dir. Okay, hast du Repair Kits? 2. Dann nehme ich mir auch 2. To whoever finds this note, friend, the end is near. The monsters are breaking down my door, but in my final form I can only think of how I want to be remembered. Not as a coward, but as someone who thinks of others. I leave you this to one of my many secret buried chests. Good. God bless you, Jennifer. Danke für schön, Jennifer. Okay, nehme ich mir eine SMG, ich habe mir mal die schlechtere genommen und das Hunting Rifle. Alter, bist du ja die Waffen jetzt in der Tasche hier? SMG wollte ich ja auch nehmen. Und ein Clawhammer und Kaffee zum Wegrennen und First Aid Kit. Hier. Ey, nur Waffen. Im Hintergrund nur von Waffen. Ich hab Clawhammer, Armbrust, Spaltklapp, Pistole, SMG, Shotgun, Hunting Knife, Hunting Rifle. Ah, es ist die einfach. Shotgun kann ich eigentlich auch direkt mal reparieren. Kaffee. Kann ich noch Repair Kits machen? Wir haben kein Duct Tape mehr. Hast du ich mach Kaffee? Welches. Ich hab ja hier... Ja. Weil ich hab keinen. Ja, warte, ich tu dir welchen hier in die Truhe. Wow. Was denn? Hast du geschossen? Ich hab geschossen? Nö. Doch? Nö. Es kam eben kam das Schussgeräusch. Und ich konnte auch nicht nachladen, also. Dass es Banditen gibt. Die hier schießen. Das wäre jetzt halt unlustig. So, der Kaffee ist in der Truhe. Danke. Ich hau mir nochmal. Wer denn noch Kaffee? Wir haben gar keinen. Doch, wir haben Kaffee. Ich kann Kaffee auch morgen mal anpflanzen, wenn wir es überlebt haben. Ja, auf jeden Fall. Puhu. Dann würde ich mir mal gleich noch Meat Stew in den Kopf hauen hier. Mhm. So. Das Einzige, was mir noch nicht gefällt, ist, dass unsere Schlafsäcke hier liegen. Und wenn die unsere Base einnehmen,
Naja, man kann auch in der Nähe von der vom Bett spawnen. Du kannst dir aussuchen, ob du auf dem on your bedroll oder near your bedroll. Ja. Wenn du dann near nimmst, dann kannst du ja wegrennen, haust dir einen Kaffee an den Kopf und rennst. Ich weiß nicht wohin, aber vielleicht die alte Base oder so. Ja genau, einfach 100 Kilometer weit weglaufen erstmal. Pack mal in die eine Kiste unten meine Sachen wieder rein, die ich, wo ich der Meinung bin, dass ich es jetzt nicht brauche. Heute Nacht werden wir hier beim Reparieren sowieso die zweite Metallstufe bauen. Aus Versehen auf jeden Fall. Das Blöde ist, dass dann baut man auch aus Versehen Beton. Ja. Das ist, wir haben keinen Sand, so das ist gerade das Problem. Vielleicht sollte ich doch den Beton rausnehmen, damit ich den Beton nicht ausbaue. Ja. Okay, mach ich mal. Ich leg den Concrete Mix hier rein. Mach das. So, bisschen ich würde blöd. Nur mal schnell gucken. Da in der Stadt war ja, in dem Dorf, war der Boden ja, war ja kein Gras, kein natürlich. War ja keine Erde, oder? Ist das Erde? Wo? Oder ist das Sand, in diese graue Erde? Also ich glaube, hier ist noch Erde. Aber wenn du noch weiter in die Richtung rennst, die du rennst, kommt ja Wüste und da ist Sand. Ich habe auch nichts mit zum Ernten. Das ist natürlich praktisch. Das war schlau. Mach mal den Ofen aus, glaube ich. Ja. Ich nehme ja gleich, ich habe da noch ein paar Iron Arrowheads gemacht. Ja, die sind aber fertig. Sehr gut. Die schnapp ich wieder mal noch gleich mit dazu. Repair Kits, brauche ich Öl für Öl? Wir müssten ein bisschen Öl haben. Für Quatsch. Wir haben kein Öl? Ach da, okay, ja. Haben wir. Kann man Öl aus. Also dieses Motoröl, was das ist, ja so ein Motoröl sozusagen, ne? Schmieröl, sag ich jetzt mal. Ja. Kann man das aus dem Benzinöl machen? Also was man aus dem Auto bekommt? Nee, ich glaube ja nicht. Dieses... So, das hier ist jetzt... Erde. Und wo war Wüste? Sagtest du? Warte. Lauf einfach die Straße weiter in die Richtung. Nach, was ist das? Osten. Okay. Wir hatten irgendwo schon mal Wüste entdeckt. Ja, es ist bei mir auch nur ein Stückchen auf der Map drauf. Aber... Was war das? Nix. Okay. Das war ganz viel Spaß. Ist das Wüste? Ja! Oh, ganz viel Sand. Ich will doch nur Sand, lass mich doch einfach in Ruhe. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Geht doch alle weg.
ist jetzt hier Ruhe. Bei jedem Mal chippen 10 Sand, das ist so gut. Cool. Dann können wir ganz, ganz viel Beton machen. Weißt du, dann ist es auch nicht schlimm, wenn wir jetzt aus Versehen auf Beton upgraden. Ja. Wenn wir ganz viel Beton haben. Dann können wir das auch machen einfach. Nur jetzt nicht mehr, weil das ist ja dann nicht mehr. Es wird nicht mehr rechtzeitig fertig, aber ja, nächstes Mal. Ja. Zombie. Das scheint ja echt buggy zu sein, weil Metz hat meine SMG aufgeschossen, obwohl ich nur nachgeladen habe. Okay. Das ist nur ein Bug. Also ein Soundbug. Ja. Dürfte erstmal reichen fürs Erste. Ganz linke Füße zurück. So schnell verging noch nie ein Tag. Das stimmt. Wie war der jetzt schnell rum? Wir haben nicht wirklich viel geschafft. Nicht so wirklich. Naja, ich habe den Balkon gebaut und du hast noch Woodspikes rumgebaut. Na. Wir haben uns ausgerüstet, ist auch wichtig. Ja. Hast du hinten die Säulen upgradet? Ja. Okay. Wie lange dauert es denn ungefähr, bis Beton trocknet? Ich weiß es eigentlich nicht genau. Ich würde es aber jetzt nicht mehr unbedingt machen. Okay. Das ist von dem Upgrade-System auch scheiße. Also wenn du es in der Tasche hast, dann auch versehentlich schnell mal. Ja, das sollte irgendwie eine zweite Taste sein, dann. Ja. Was war das? Das war der Soundbug. Ah. Meine Güte. Aber nicht jedes Mal. Komisch. Skurril. Wirklich alles. Ich habe Munition bis zum Umfall. Ja. Das müsste eigentlich reichen, weil du ja auch welche hast. Also. Ja. Okay. Ich habe First Aid Kit, ich habe Kaffee, ich habe was zum Reparieren. Hast du auch alles unten in die Leiste gepackt, oder was? Die Waffen sind alle in der Leiste und First Aid Kit und Kaffee auch. Echt? Und mein Reparaturding. Passt für mich alles gar nicht hin. Also ich habe ein, ich weiß nicht warum, ein Club. Ja, den habe ich auch. Den habe ich irgendwie noch nie benutzt, aber okay. Ich habe ein Crossbow, ich habe die Shotgun, ich habe die Pistole, ich habe die SMG, ich habe meinen Clawhammer, ich habe Kaffee und First Aid Kit. Okay. So. Aber ich bin ja gespannt, von wo aus die Freunde gleich kommen werden. Mhm. Es regnet auch passenderweise. Es ist wirklich passend. Es fängt bestimmt gleich wieder an zu schneien. Das ist so ein bisschen, wo waren das? Wo sie auf diesem Schlachtfeld stehen und es plötzlich anfängt zu regnen. Ah, wo war das?
Komm nicht drauf. Hast du noch Repair-Kits gemacht? Ja, oben sind eigentlich noch welche, sonst kann ich dir noch was geben. Also hier sind jetzt noch zwei, darf ich mir die nehmen? Ja, nimm beide, okay. Ja. Und wir haben noch Öl, jetzt fehlt noch Duct Tape, ne? Ja, wir haben ja Klebe und wir haben ja Knochen. Stimmt, wir können ja, Kleber. Es gibt nur Stoff. Ja, das ist ja nicht so das Problem. Nee, das ist so viel Baumwolle draußen und ich habe einmal angepflanzt. Ich glaube, mein Forged Iron reicht nicht. Ich muss ja jetzt schon hier reparieren. Kann fraglich werden, ne? Ist die Frage, ob wir es nochmal anmachen wollen. Ja. Ja, wir machen es nochmal an? Ja, ich mache jetzt nochmal 20. 10 für mich, 10 für dich. Okay. Ich bin gespannt, von wo sie kommen. Gleich geht's los. Gleich ist es. Gleich wird's wieder laut, dann höre ich wieder nicht. Ja, kann man nicht wieder nicht reden. Das musst du auch mal noch ändern, irgendwie ein bisschen. Dann müsste ich's in der Hordennacht leiser stellen. Kannst du auch jetzt leiser stellen. Ja, dann stürzt alles ab oder so. Okay, dann lieber nicht, das stimmt. Gut, ich hab mir die 10 rausgenommen, du kannst die anderen 10 nehmen. Okay. Mit welcher Waffe fange ich denn an? Ich fange mit dem Handfeuerwaffe an. Wenn sie auf Entfernung noch sind, weißt du? Wenn ich sie noch sehe. Ja, wenn du denn noch sie siehst. Genau. Okay, es geht gleich los. Oh Gott. Also ich stehe hinten. Und du? Ich stehe unten. Ich muss an, an der Leiter. Ach du Kacke. Siehst du sie schon? Ich höre sie. Vorne. Sie sagen, die kommen von Osten, ja. Bei dir? Bitte? Wie sieht's aus bei dir? Gut. SMG ist alle.
Von Polizist. Wo? Mehrere Polizisten. Wo? Unter dir? Dir. Ah. Reparier mal die zwei Blöcke unter dir. Danke. Ja, ist gut. Das sind voll viele Ferals, ey. Schrecklich.
wie habe ich mir denn jetzt das Ding gebrochen? Ernsthaft? Das ist scheiße. Ich krieg irgendwie Schaden hier. Wenn ich hier am Fenster stehe, kriege ich Schaden. Ja, weil die da unten sich durchgraben. Weil ich mein Bein gebrochen hab. Die klippen sich durch den Boden. Ah. Geil. Mein Forged Iron ist alle. Okay. Kannst du nach oben gehen und ein bisschen gucken, weil die machen hier die einen Block ordentlich kaputt, direkt vor der Tür. Wow, der ganze Boden hier ist ja kaputt. Ah.
Also der Beton ist aber noch gut. Also der hat zwar Risse, aber... Ja, aber der... Ich habe vielleicht keine Munition mehr, das ist eher ein Problem. Ja, meine ist auch fast alle. Aber es ist Tag. Ha! Gut! Dann können wir die gleich mal ein bisschen vom Haus weglocken. Gar kein Stopp mehr? Ich frage mich aber, ob das Ende ist oder ob da noch mehr kommen wird. Ja. Krieg ich ja vielleicht noch. Ja. Hast du noch genug Forged Iron oder soll ich welches machen? Nö, geht noch, geht noch. Der größte Ansturm ist ja weg. Nun pass auf, die, es kann sein, dass das da oben gleich einbricht. Die haben gleich die Säule kaputt. Okay. Ich hab meine Challenge completed. Mit dem Spider. Ah, es wird ruhiger. Ich höre wieder was. Alter. Den einen da nicht tot. Oh. Oh, bei mir leckt es gerade richtig. Oh, holla, die Waldfee. Oh. Okay. Aber ist doch jetzt vorbei. Ah, ich weiß auch nicht, was los ist. Ich muss gleich mal gucken. Ich hab eine Vermutung. Vermute, dass sich das Virenprogramm wieder dazwischen schmeißt und sagt, oh mein Gott, jetzt müsstest du, aber es wäre doch ganz, ganz wichtig, jetzt, wo wir gerade mitten im Spiel der Wässer sind, Viren-Update, Viren-Check zu machen. Ja. Ich muss die gleich mit meiner Keule hauen. Mal Leute. Oh, die sterben auch nicht. Nee. Diese blöden Spider-Zombies klippen da in der Säule drin. Na, die schießen schon die ganze Zeit den Arsch.
sterben auch einfach nicht. Egal wie oft ich in den Arsch schieße. Ich würde die gerne looten. Meine Vermutung ist übrigens, dass die hier unten sich ein Loch reingegraben haben und von unten dich angegriffen haben. Ah! Durch den Boden sozusagen. Das kann sein. Ich sehe es nicht, aber. Weil ich wurde auch angegriffen und es war nur an einer Stelle, was für mich danach aussieht, als wäre da ein Loch drunter. Oder eine ist tot. Komm schon. Ich habe nur noch 3 Pfeile. Pfeile habe ich noch ganz viele. Ja. Ich habe gar nichts mehr. Wie ruhig ist es denn draußen gerade? Ziemlich ruhig. Auch unbedingt Stoff. Genau. Kann ich rennen? Achtung. Holla, die Waldfee. Loote die mal unbedingt. Boah, die Ferals, ne? Ja. Ach, der lebt gar nicht mehr. Der Spider, der in der Wand geklebt ist. Nee, den habe ich, Magnum Parts. Ja, die haben ja alle Waffenteile, ne? Ja, die haben geiles Loot. Geil. Aber die meisten sind halt schon weg. Ja. Aber ich sehe hier auch kein Loch. Ne, ich auch nicht, komisch. Hoi. Müssen wir erstmal einen Splint bauen? Ja, ich hätte ja nicht mal fliehen können. Bin auch infiziert. Sehr gut. Diesen scheiß Typen da irgendwie an der Wand. Ich drin im Haus war. Ja, das lief doch ziemlich gut. Oh, schon wieder ein Soundbug. Oh. Scheiße lief das, ey. Fandest du? Nee, es lief schon gut, aber meine Munition ist alle. Meine auch. Komplett. Das heißt, dass wir für die 28. mehr als das Doppelte brauchen. Ja. Also ich hab jetzt noch, also nicht komplett, nee, eigentlich doch gar nicht. Ich hab jetzt fast alles an der Hunting Rifle Ammunition verbraucht. Komplette Pistole, komplette SMG. Shotgun habe ich noch 180. Ich hab gar nichts mehr. Ich hab Shotgun noch 16, da dachte ich, falls ich fliehen muss, bewahre ich die mal auf. Ja. Ich hab noch 2 Crossbow Bolts. Ich hätte noch auf meinen normalen Wooden Bow wechseln können. Crossbow habe ich auch noch. Noch 100. Also alles, du kannst gerne meine Shotgun an Munition holen. Oder die Hälfte davon kannst du gerne haben. Ohne Probleme. Mach erstmal Forged Iron. Ja, die habe ich ja nur aufgehoben jetzt wegen, also die habe ich nur deswegen noch über, weil ich ja so viel mit der Hunting Rifle am Anfang gearbeitet habe. Oder die meiste Zeit. Ich habe mit der SMG angefangen. Hm. Aber die schießt ja auch so schnell und leicht, dass man da schnell alles weg hat. Und ich muss was essen. Und dann habe ich die Shotgun genommen und zwischendurch die Pistole, die fand ich nicht sehr effektiv. Ja, fand ich auch nicht. Die Shotgun hat zumindest gesplattert. Die hat aber echt wenig Damage gemacht, hatte man ne? Das? Ja, aber man hatte das Gefühl, sie macht Damage, weil das so schön gespritzt hat. Oder kommt noch irgendwas? Ja, bleibt aber in den... Die ist aber schön hier in den Spikes hängen geblieben. Ja, dann würde ich nämlich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.